Natürlich hat ein E-Bike auch zwei Laufräder, eins vorne, eins hinten. Spannend ist jetzt zum Beispiel, in welcher hohen Qualität wir die Laufräder fertigen an unseren Tauberrädern. Das Erste, was Sie mal erkennen, ist die Bereifung natürlich. Es ist 28 Zoll, das ist also die gängigste Laufradgröße in Deutschland oder bei E-Bikes. Wir verwenden einen Schwalbe Marathon E+. Das ist ein Reifen, der hat ein relativ, also schon ein schönes Profil, damit Sie auch quasi das ganze Jahr fahren können. Also bei Nässe zum Beispiel, bei weicherem Untergrund greift er noch gut. Er ist auch ein sehr schneller Reifen. Sie werden merken, wenn Sie mit dem E-Bike fahren, mit dem Tauberrad, es läuft auch ohne E-Antrieb wirklich gut. Kommt auch von den Reifen, von der Bereifung. Dadurch erzielt es auch übrigens höhere Reichweiten. Das macht mindestens 4-5 Kilometer aus. Und er ist pannensicher. Das Plus steht immer für pannensicher. Das heißt, da ist eine 3-4 mm Einlage drin, dass Glasscherben zum Beispiel oder spitze Gegenstände nicht durchs Profil durchdrücken. Er hält sehr lang, also auch was Nachhaltigkeit anbelangt. Wir haben beobachtet, ein Hinterradreife hält etwa 10.000 Kilometer und ein Vorderradreife circa zwischen 15.000 und 20.000 Kilometer. Luftaufpumpe machen Sie mit einem Autoventil. So wie Sie es auch am Auto selbst haben, also an jeder Tankstelle, können Sie das nachpumpen. Wir fahren etwa so mit 3 bis 4 bar, je nachdem. Am Vorderrad kann man ein bisschen weniger reinmachen, vielleicht 3 bar. Am Hinterrad etwas mehr, 3,5 bis 4, je nach Gewicht des Fahrers oder der Fahrerin. Die Laufräder sind übrigens auch so gut gespeicht und mit guten Felgen bestückt, dass wir auch die einsetzen, so wie sie sind, auch für XXL-E-Bikes, für ganz, ganz schwere Personen. Also es sind Hohlkammerfelgen oder Doppelwandfelgen mit geöst, den Speichenlöchern. Wenn das Ihnen auch nichts sagt, es ist so höchste Haltbarkeit. Und seltenste, was es bei uns gibt, sind Achter zum Beispiel, weil das eben so starke Laufräder sind. Und sie sind auch so gespeicht, dass man die auch nach vielen, vielen tausend Kilometern noch nicht nachspannen muss. War auch mal früher so eine Aufgabe immer. Dazu gehört ein sehr gutes Lager vorne. Also das Rad läuft ganz leicht. Das kann man zeichnen, indem man hergeht und hebt es dann ein bisschen hoch. Und dann sehen Sie, wie schön das rollt. Es schleift ein bisschen jetzt an der Bremse, weil das Rad ist ganz neu. Und dann berührt es da noch ein bisschen. Bremsen sind zwei Scheibenbremsen von Shimano. Sie sind robust, relativ kurze Bremswege. Es gibt stärkere Bremsen für also besonders schwere Leute oder wenn man sehr intensiv im Gelände fährt oder bergabfahren. Aber diese Bremsanlage reicht vollkommen aus für den Alltag, für Touren und. Und vor allen Dingen, der Bremsbelag geht einfach zu wechseln mit einem Zängle. Hole sie den Splint raus, nehme dann daneben die Bremsbeläge raus und stecke sie einfach wieder rein. Wenn Sie das können, brauchen Sie im Grunde genommen auch nicht in regelmäßigen Inspektionen, das können Sie selber machen. Das Wichtigste ist nämlich an so einem E-Bike Luft nachpumpen und alle 2.000 bis 3.000 Kilometer die Bremsbeläge wechseln.